Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Bei Grounded sind wir hier stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir machen natürlich genau da weiter, wo wir aufgehört hatten. Und sehen mal zu, dass wir die Fackel und das... Moment, wie heißt es dort gleich? Wir gucken genauer nach. Moment. Nicht in der Aufgabe herstellen. Ja, auf jeden Fall ein Beil. Das war ein Beil herstellen. Und als erstes würde ich erstmal vorschlagen, wir nehmen den Kieselspeer. Dafür brauchen wir noch ein paar Sprösslinge und ja, den Rest, den haben wir jetzt momentan. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg Sprösslinge suchen. Wo finde ich Sprösslinge? Denn die Milbe oder Milben, die wir ja eben vorgefunden hatten, also beim letzten Mal. Die, was haben wir hier? Sprössling, genau, den wollen wir haben. Davon waren das mindestens zwei. Wir nehmen ein paar mehr, würde ich behaupten. Und da hinten ist auch noch einer. Ah, ich sehe noch einen. Das ist gut. Was ist das? Pilze. Na, zumindest sieht es aus wie Pilze. Sind es Pilze? Ah, Kiesel. Kiesel. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ein Pilz, genau. Den nehmen wir auch mit. Was wir damit anstellen können, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben wir auch die Aufgabe, wir sollen einen Kiesel analysieren. Und dementsprechend sammle ich jetzt hier gleich noch ein paar. Und was haben wir hier noch? Da, Pflanzfasern, ja. Die brauchen wir garantiert auch, also mitnehmen. So. Das Augensprössling, gut. Und ja, war auch Pflanzenfaser. Sehr schön. Denn ich hatte ja gesagt, wir wollen oder ich möchte so zwischen 15 und 20 Minuten das Ganze schaffen. Und das Ganze ist auch schaffbar. Dieses Spiel hier ist, ja, wie soll ich sagen, also man kann sehr schnell etwas erreichen. Ich habe da nach dem letzten Aufnehmen ein bisschen probiert und es ging wirklich sehr schnell. Deswegen ein klein bisschen Geduld mit mir. Muss nur noch ein bisschen sammeln. Dann fangen wir an mit Herstellen. Und den nehmen wir auch noch mit. So. Dann wären wir erstmal wieder zurück. Ein Stückchen zumindest. Und. Ah ne, die können wir noch nicht. Wie heißen die eigentlich? Klee. Ah, ja. Klee. Okay. So, dann. Ja, dann würde ich sagen, tun wir den mal herstellen und ausrüsten. Gut. Und ab jetzt zum Analysieren. Denn mir wurde auch in den Kommentaren geschrieben, durch Analysieren erlernen wir neue Rezepte. Und jetzt muss ich natürlich noch finden, wo das Ganze sich befindet. Oh, Pusteblume. Auch schön. Gut, gut, gut. Und nochmal schnell den Kiesel mitnehmen. Was wir haben, das haben wir. Ich weiß nicht, wie viel wir tragen können, aber ich nehme es erstmal mit. Ich schätze mal, ablegen können wir es immer noch. Was haben wir da? Und was nehmen wir auch mit? Ganz vergessen zu gucken, was es genau ist. Und ja, Moment, wir gucken mal in der Map. So, was haben wir denn hier? Forschungsstation, da müssen wir hin. So wie es aussieht, laufe ich gerade in die Richtung, also schon mal völlig falsch. Dann machen wir das natürlich andersrum. In die Richtung. Und zur Kontrolle. Jo, das sieht gut aus. Lauf, lauf, lauf. Ah ja. Da ist ja auch unser Baseball, der ganz am Anfang, den wir entdeckt haben. Da ist die Forschungsstation. Na, läuft doch. So. Dann nehmen wir den Kiesel als erstes. Analysieren. Jo, zwei weitere geht noch. Okay, und hier haben wir die Kieselaxt. Sehr schön. Ja, und der Marcel hatte mir auch geschrieben, also nicht nur das mit den Analysieren,
sondern auch, Moment, was war das auch gleich? Ah, Moment, Pflanzenfaser, ja. Auch analysieren. Grobes Seil. Sehr schön. Was habe ich hier noch? Milbenpilz. Was? Milbenpelz. Milbenpelz. Aber wir können erst wieder in 1625. Das heißt, unter Umständen kriegen wir das gerade noch hin. Wenn nicht, beim nächsten Mal. Auch nicht schlimm. Und jetzt gucken wir mal rein, was wir noch machen können. Und da herstellen. Grobes Seil. Das ist auch schön. Haben wir sogar alles da. Noch eins. Und das lassen wir erstmal. So. Also für Hilfen im Spiel bin ich auf jeden Fall immer zu haben. Und da nehmen wir noch nebenbei was mit. Denn ich werde mit Sicherheit auch einiges übersehen. Also beim letzten Mal habe ich sicherlich auch einiges übersehen. Und Moment, laufe ich jetzt? Ja, ich laufe nicht ganz falsch. Da muss ich eigentlich hin. Aber ich wollte ja hier noch gucken. Moment. Ein Kieselhammer, den stellen wir auch her. Erstmal nur herstellen. Eine Trinkflasche. Erstmal nicht, aber eine Axt. Was fehlt uns? Kiesel. Okay. Dann sammeln wir noch ein paar Kiesel ein. War das? Nein. Hier ist ein Kiesel. Wie kann ich die Steine eigentlich wieder loswerden? Ah, das finde ich auch noch raus. Moment, jetzt habe ich mich irgendwie verlaufen. Gibt's doch gar nicht. So. Mysteriöse Maschine ist da. Baseball. Wo ist jetzt der Laser? Moment, dann ist das hier doch jeweils ein Laser. Garantiert. Und welcher ist der am Blinken? Der ist es nicht. Wir laufen einfach da hinten hin. So. Und wie ich sehe, ist es. Ja, da. Auf. Lauf. Ah, glatt hängen geblieben. Gibt's doch nicht. Naja, bei der Größe. Okay. Ui. Nichts passiert. Wo ist er? Da. So. Gut, juhu. Dann wollen wir doch mal zusehen, dass wir hier den Laser in Ordnung kriegen. Halt. Wir brauchen noch eine Fackel. Halt. Halt, so nicht. Die Fackel. Ich habe ja ganz vergessen. Grobes Seil. Und das brauchen wir auch noch. Gut, dann würde ich sagen, grobes Seil war doch Pflanzenfaser, das müssen wir doch herstellen können. Ja, können wir herstellen. Noch einmal. So. Ja, das haben wir schon mal, das passt. Und jetzt noch trockener Grasbrocken. Okay, machen wir mal zu. Trockener Grasbrocken. Den kriegen wir ja nur mit der Axt und die Axt habe ich noch nicht hergestellt. Gut. Die stellen wir natürlich erstmal her. Und ausrüsten können wir die mit 1. Gut. Los, komm schon. Und in mehrere zerfallen. Das ist ja schön. Und noch ein Kiesel. Ja, das können wir nicht aufnehmen. Brauchen wir vielleicht noch mehr? Ah, wir nehmen. Ja. Ah, komm, einer geht noch. Was? So.
Na, da sind sie. Okay, gut. Jetzt Fackel herstellen. Fackel, Fackel, Fackel. Da haben wir sie. Und herstellen. Eigentlich könnten wir die auch gleich ausrüsten. Na, egal. So, dann nehmen wir doch mal die 5. Und unsere Fackel. Juhu. Gut, rein da in die Höhle. Nein, stopp. Ich will erst noch den Speer haben. Ja. Gut, gut, gut. Rein da. So, ihr Läuse, jetzt kriegt das. Ah, ist ja nicht. Oh, noch ein. Ja, das geht doch schon deutlich besser. Also zumindest ohne, dass sie uns anspringen. Da hinten haben wir irgendwas mit Pilzen. Ui, so weit. Ist hier noch was? Nee. Mal schauen. Da hinten britzelt es noch. Was haben wir da? 48 cm. Oh, da. Nein. Komm schon. Was? Beide erwischt. Ja, schön. So. Nochmal 2. Hey. Okay, komm, gönnen wir uns. Jo. Und. Jo. Der Laser sollte funktionieren. Oder? Jo, wir sind hier auch am Ende. Hier könnten wir zerkloppen. Aha, da hinten geht's weiter. Mal ausprobieren. Klar. Wenn wir schon mal hier sind. Das dauert irgendwie länger. Lohnt sich das? Quarzit. Hm. Könnte sich lohnen. Nehmen wir einfach mal mit. Los, komm. Ja, ich muss auch immer ein bisschen auf die Zeit achten. Möchte ja nicht überziehen. Was? Nein, den brauchen wir nicht. So. Können wir das schon mal haben. Wo geht's hier hin? Tremor detected. Something's afoot. Aha. Was haben wir hier noch? Oh. Ja, da bewegt es sich. Weg. Nö. Den brauchen wir jetzt hier nicht. Den nehmen wir noch mit. Und die nehme ich auch noch mit hier. So. Ja, okay, okay. Durst hat er auch noch. Und essen sollten wir eigentlich auch noch. Was? Okay, 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 ich laufe da schon. So, wo finde ich jetzt Wasser? Wasser. Am Baseball auf jeden Fall. So. Wo finde ich Wasser? Da. Da oben hängt nämlich Wasser. Das habe ich beim Nachbearbeiten entdeckt, glücklicherweise. Ja, ja, komm. Huh. Komm, hoch da. Oh. Ja, ja, okay, die Zeit läuft, wie ihr seht. Wieso komme ich jetzt hier nicht hoch? Ich hänge. Ich hänge. Oh nein. Okay. So. Und hoch. Ah, nein. Trinken. Okay, gut. Das haben wir schon mal gelöst. Noch schnell was essen. Inventar. Kann ich das essen? Und wenn, wie? Verbrauchen? Echt jetzt? So. Gut. Das haben wir erstmal gelöst. Dann schlage ich vor, wir nehmen schon mal die 1. Denn wir müssen jetzt wieder zu dem Laser. Nein, nicht zu dem Laser. Nicht ganz. Zu der mysteriösen Maschine. Und die finden wir auch hier in der Nähe. Denn da haben wir ja noch einen Grashalm, der uns das Ganze blockiert. Und bin ja gespannt.
Bin gespannt, was passiert, wenn wir den befreit haben. Also den Laser, dass er funktioniert. Oh, dann hacken wir den nochmal fleißig um hier. Hoppi. Hopp. Plus. Zerfällt auch. Aha. Guck mal einer an. Schön. Das lasse ich jetzt hier liegen. Das brauchen wir nicht. Also nicht jetzt, glaube ich. Das können wir uns später noch einsammeln. Ah! Was ist das? Hau ab. Ernsthaft jetzt. Boah. Da fühle ich mich jetzt gar nicht imstande zu irgendwie so betätigen. Eieiei. Eine Sequenz. Spinne weg. Nein. Oha. Riesen Tarantula. Kann ich ja noch gar nicht gebrauchen. Hui. Okay. Also, vorerst unser Ziel haben wir erreicht. Ui. Die Fackel haben wir. Wir haben ein Hackwerkzeug und die Spinne ist da immer noch. Hier mal in Sicherheit. Ich hoffe, das ist sicher. Nicht, dass sie hier reinkommt. Oh nein. Okay. Schick verstecken hier. Okay, gut. Nee. Also mit der Spinne möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Nicht wirklich, nein. Okay, gut. Ja, wie gesagt, wir haben es geschafft mit der Fackel und dem Hackwerkzeug. Wir haben den Laser zum Laufen gekriegt, haben eine wunderschöne Explosion gesehen. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Also, wenn es euch gefallen hat, nehmt noch ein Abo mit, kommentiert und bewertet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.